Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier auf der Stappenbach. So, wir sind wieder zurück. Die zweite Folge heute bereits für den Freitag. Stappenbach-Freitag heute ausnahmsweise. Normalerweise ist Bergmann-Freitag, aber haben wir heute Morgen schon besprochen. Ich muss Wasser. Oh, Wasser haben wir hier. So, wunderbar. Okay, das Wasser müssen wir jetzt mal ganz dringend zu Premos bringen. Glaube aber tatsächlich, dass. Ich muss mal gucken, ob ich das so nachfüllen kann oder ob das nicht funktioniert. Weiß ich noch nicht genau. Warum ist das Fenster hinten schon wieder zu... Ja, Weihnachtsintro, warum Weihnachtsintro jetzt? Haben sich eben sehr viele gewünscht. Heute Morgen habe ich es vergessen. Ich habe es einfach vergessen. Und deswegen habe ich es jetzt nochmal reingehauen. Opala, ich muss da rein. Ich habe jetzt erst gesehen, das hätte ich, weil ich kurz im Mod habe, was geguckt habe. Es gibt jetzt so More Realistic Dinger, ne? Da muss ich mir mal angucken, was die so machen, weil ich finde das eigentlich schon ziemlich cool. Läuft. Ich habe auch gesehen, ein kleines... Wo ist denn das drin? Habe ich das nicht mit rein... Ah, ich habe das nicht mit reingenommen wahrscheinlich. Ich bin so ein kleiner Doofi. Okay. Es gibt wohl noch ein Zusatzfeature bei dem Strohbergungs-Addon. Was man sich dann runterladen kann und so weiter. Aber das werden wir uns dann am Montag angucken wahrscheinlich. Weil das habe ich... Ich habe es runtergeladen, ich habe es irgendwo falsch... Ich habe es im falschen Motto reingeschoben, glaube ich. Das kannst du haben bei mir. So, war da Wasserdingens hier auf dieser Seite? Oder müssen wir die Wände ein bisschen zurückklappen? Jetzt wird Wasser aufgefüllt. Okay, das funktioniert tatsächlich. Sehr, sehr cool. Die Premos läuft wieder, das ist auch gut. Balletieranlage, stopp. Warum? Entferne alles vom Ausgabeband. Ah, das ist hier, ne? Ja. Prinzipiell, ja. Warte. Jetzt habe ich ein Timing-Problem. Lass mal den erstmal ganz kurz hier stehen, okay? So. Dann müssen wir jetzt mal gucken, dass wir den... Ich bräuchte hier noch... Ah, weißt du was? Warum eigentlich hier? Weil ich kann doch oben auch diese... Ich lasse jetzt erstmal die Gabel ganz kurz hier so stehen. So, ne? Passt. Holen wir uns ganz fix. Haben wir, ich hoffe, wir haben so ein Paletten-Dingens oben. Das weiß ich gar nicht jetzt, ob wir so ein Paletten... eine Palettengabel haben. Glaube nicht, aber sicher bin ich mir jetzt auch nicht. Da oben ist doch irgendwas Palettenmäßiges. Zweierlei sogar, warte mal. Gucken wir mal, ob da eins davon für den hier ist. Ja, guck mal. Ja, haben wir doch hier alles. Oh, ich hab... Boah, fast hätte ich die andere runtergeworfen, ne? Okay, cool. Das heißt, wir können die schon mal wegpacken. Oder sollen wir die gleich auf den Anhänger aufpacken? Weil besser werden die ja nicht, ne? Wir müssen aber auch mal gucken. Wir müssen so viel gucken heute. Es sollte sich anscheinend... Jo, das ist tatsächlich so. Okay, wir können nochmal gucken, ne? Ich weiß noch nicht genau, was ist. Aber ich glaube tatsächlich, dass wir für Stroh weniger bekommen, als wie für Heu. Und deswegen... Werden wir die gleich verladen, würde ich sagen, die zwei, drei Paletten. Die werden wir gleich verladen, ja. Die finde ich richtig. Und dann werden wir gleich mal gucken, was die bringen. Also jetzt nicht gleich, sondern zeitnah. Also das muss ich jetzt hier mal ein bisschen koordiniert rumfahren. Warte. Weil die Halle ist zwar relativ groß, ne, aber jetzt auch nicht so groß. Das muss man wirklich sagen. So. Muss ich mal so angucken, weil so... Treffe ich es eher. Ja. Das sind Strohpellets. Das hätte ich mir fast gedacht jetzt so. So. Geht sich gerade so aus hier alles, ne? Krass. So. Das heißt, wir müssen das nächste Mal, wenn es irgendwie möglich ist, können wir auch meinetwegen... gerne ein paar Heupellets machen, ne? Okay, das funktioniert tatsächlich sehr, sehr gut. Hab mir jetzt gar nicht gedacht, aber es funktioniert echt gut. So, reindrehen.
Und dann können wir hier. Können wir dann mal schauen. Ah, das funktioniert so nicht. Also es ist schon cool einerseits. Oh mein Gott, wie habe ich ein Tier jetzt aufgenommen? Sehr, sehr, sehr crazy eigentlich, ne? Machen wir die nochmal runter und fahren nochmal hübsch rein. Jetzt ist besser. So. Okay. Dann die auch verladen auf alle Fälle. Habe ich jetzt einen Feuerlöscher? Ich habe einen Feuerlöscher umgeworfen. Sehr gut. Weil er randaliert schon wieder komplett hier. So, ich muss noch gucken, wie weit wir vorfahren können. Wir fahren mal ein Stückchen raus. Also die Paletten lassen sich echt... Ja, ein bisschen rutschig sind die. Kann ich, wenn sie aber so rutschig sind, kann ich mir das zu meinem Vorteil nutzen? Warte. Ja. Passt. Machen wir gleich mal ein Bändchen rum, ne? Zack. Ne, warte mal, da geht doch noch eine drauf. Komm. Da geht doch noch eine drauf. Weil dann ist diese Palette... Ah, da, wird die, da kommt die nächste Palette schon. Ja, lol. Wir fahren da voll beladen hin, sage ich das. Aber da werden wir auch mit dem mit dem Teleskop da hinfahren, weil ich werde die wahrscheinlich abladen auch wieder müssen. Oder kann ich da einfach einen Trigger reinfahren und gut ist. Das weiß ich nicht. So, dann machen wir noch eine oben drauf. Damit sich das auch lohnt hier. Darf natürlich jetzt nicht, also es ist schon eine geile Arbeit, da müssen wir nicht drüber sprechen, ne? Aber ich darf natürlich nicht meine sonstigen Arbeiten wie Feldbearbeitung und so weiter, darf ich jetzt auch nicht im Hintergrund lassen. Das wäre ein bisschen kontraproduktiv. Stromkosten Palettieranlage, jetzt wird es aber dann schon teuer hier. Funktioniert das? Jo, so kann man auf alle Fälle fahren. So, wie viel wird denn das produziert eigentlich? Eine Kiste steht, ja gut, das passt eigentlich schon. So, jetzt müssen wir nochmal die Gabel ganz fix nehmen, damit wir eben die Gabel, die, also die ne? Nicht die Palettengabel, sondern die Ballengabel. Weil wir gucken müssen, dass die Ballen ja auch von der Primus genommen werden. Weil momentan stehen die einfach nur ein bisschen rum. Das war's und das ist nicht so gut. Ich muss aber das automatische Laden ist aus. Okay. Gut, dann fahren wir da mal rein in die gute Halle. Und dann müssen wir da erstmal gegen die Halle fahren. Warte. Und dann in weiterer Folge müssen wir noch ein bisschen rumschieben. Schiebeninski machen. Manchmal reicht schon, wenn du einfach nur hoch und runter machst. Weißt du, jetzt glaube ich... Ja, jetzt siehst du, das bewegt sich schon wieder. Also manchmal reicht es einfach, wenn du so ein bisschen... Einfach nur ein bisschen anditscht, sage ich jetzt einfach mal. Hier ist leer, okay. Das reicht eigentlich schon. Und der eine drunter, den müssen wir halt wieder rausholen und wieder dann raufpacken. Palettieranlage leer, ja, das wird sich gleich ändern. Warte noch ein bisschen. So, wir nehmen dann mal den unten raus. Warum der da runtergefallen ist, weiß ich tatsächlich gar nicht. Weil so habe ich, also unten rein habe ich kein Geschild auf alle Fälle. Das wüsste ich noch. So. Ja, genau so habe ich mir das jetzt vorgestellt. Nicht. So, warte. Ja, so müsste es passen. So. Der schiebt jetzt halt ein bisschen, ne? Ja. Okay, gut. Lass mal erstmal so stehen. Ja, der Case muss halt leider weiterlaufen, ne? Da geht halt kein Weg dran vorbei. Aber ich glaube, das schafft er schon. Kann man die Wände hier noch ein Stückchen zurückklappen? Ich kann sie nur vergrößern. Okay, das möchte ich jetzt nicht machen, weil sonst habe ich gleich ein Problem. Gut, dann lass mal gucken, wo wir sonst noch waren. Genau, hier war angesehen, das ist richtig. Hier war... Ich brauche einen Abfahrer. Da vorne, der Fendt. Der Fendt. Da ist der Fendt. Weil er muss ja auch abgefahren werden, ne? So. Ich weiß noch nicht genau, wie wir es machen. Ich hätte auch schon irgendwie Bock, mit der Primus mal aufs Feld zu fahren, muss ich ehrlich sagen, ne? Einfach nur mal, um es gemacht zu haben. Aber du müsstest davor auf alle Fälle schwadern, weil die Primus ist sehr, sehr langsam. Also die fährt, glaube ich, nur so 10 km/h oder sowas. Und das dauert halt dann schon Stunden, bis du das gemacht hast. Muss man einfach so sagen. Das hier wird produziert, das ist ganz gut eigentlich. Ja, da haben wir noch ein bisschen Ruhe und Anführungszeichen. So, hier kann auch weitergemacht werden. Weiß nicht genau wie lange, aber ein bisschen sollte schon noch funktionieren. Da fahren wir mal jetzt ein bisschen rüber. So.
Was habe ich eigentlich hier? Mais. Ah, okay. Warum habe ich Mais angesehen? Muss man nicht verstehen, aber habe ich einfach mal gemacht. Ich weiß auch nie warum. So, kurz einen Schluck trinken noch. Okay. Jetzt wird dann bald das Problem sein, dass bei der Premos die Melasse ausgeht. Ne? Da habe ich tatsächlich noch nicht nachgekauft. Da ist sogar ein Symbol drauf, ne? Cool. Sehr, sehr cool. Weiß gar nicht, wo der New Holland zuletzt war. Der hat irgendwo gegrubbert, aber wo genau, weiß ich jetzt auch nicht mehr. Er hat, war auf alle Fälle fleißig und hat sich dann irgendwie wieder im Wald verfangen, wie es halt immer so ist, weißt du? Wie es halt immer so ist, hat er sich im Wald verfangen. So, ah, genau, ich wollte das nochmal ganz kurz erwähnen. Die VIP-Gruppe, ne, ist online. Also da schreiben die ersten, also die ersten Leute schreiben da schon fleißig rein. Ich habe vorhin nochmal nachgeguckt, irgendwas mit 30 neuen Meldungen und man dachte, läuft. Tauschen sich da schon ein bisschen aus und so weiter. Also für die alle VIPs, ihr habt eine private Nachricht bekommen, wo ich euch in diese VIP-Gruppe einlade. Und wer Bock drauf hat, kann gerne beitreten. Und wer keinen Bock drauf hat, der ist einfach nur so VIP. Weißt du, ist auch kein Ding. Ich bin ja niemand böse, wenn er da sagt, nee, ich habe da keinen Bock drauf. Ist es halt auch so, aber ihr habt die Möglichkeit, dieser VIP-Gruppe beizutreten. Wenn ihr VIP seid natürlich. Ne? Haben schon zwei, drei Leute versucht, reinzukommen ohne VIP. Hat nicht ganz funktioniert. Aber gut. Ist halt immer so, wie es ist, ne? So, ich hab... wir können das Feld eigentlich auch fertig machen, ne? So viel ist da gar nicht mehr. Ja, ja, Feld. Wir müssen auf alle Fälle noch ein Vorgewende ziehen, das ist ganz klar. Aber damit habe ich schon gerechnet. Das ist jetzt nichts Ungewöhnliches für mich. Habe ich da einen Versatz drin, oder? Ne, geht ja nicht. Sieht nur so komisch aus. Es sieht aus, als wenn ich ein bisschen zu weit nach rechts hängen würde. Naja. Kannst du nicht ändern. Mach mal Radio an, mal. Naja, ich wäre eher so der Pop-Typ, weißt du? Genau, das ist meine Musikrichtung. Habe ich jetzt keinen Bock drauf. So. Das heißt, eine, zwei Bahnen noch und dann noch ein Vorgewende. Und dann sind wir für dieses Feld schon wieder fertig, ne? Das ist eigentlich krass, wie schnell das geht. Also, was heißt, wie schnell wir? Wir sind halt schon ein bisschen dran. Und ich mache das Ganze nachfüllen und so weiter ja alles manuell mit Frontdata. Und ja. Ich muss gucken, ja, ich muss wahrscheinlich in der heutigen dritten Folge, muss ich gucken, dass ich die Strohballen runterbekomme vom Anhänger, weil ich glaube, dass ich jetzt bald mal ein bisschen Melasse holen muss und so weiter. Vielleicht reißen wir auch das Palettenregal oben ab und machen es irgendwo unten hin, weißt du, in der Nähe von der Halle, weil ich glaube, da brauche ich schon öfter mal. Das kann sein, dass ich das einfach wegmache, weißt du, oben. Weil oben war halt einfach so damals, jo, setzen wir es einfach irgendwo hin und da war eben oben. Und, aber wenn es jetzt wirklich so ist, dass wir das unten mehr brauchen, dann werde ich halt unten neu setzen. Ich glaube, darum wird es jetzt finanziell nicht scheitern. Hoffe ich zumindest. Ich kann mich auch täuschen, ne? So, das ist tatsächlich schon die letzte Bahn. Das heißt, wir werden mit dem Feld hier sogar fertig. Läuft. Hier ist noch ein... Ne, nimmt alles mit. Sehr schön. Dünger sagt, du müsstest dich auch noch ausgeben für das Feld hier. Dann haben wir das schon mal wieder... abgehakt, ne? Und das meine ich eben. Ich habe halt einfach keinen Bock, 10 Folgen lang anzusehen. Und deswegen mache ich immer so ein bisschen abwechslungsreich. Andere Felder wird gedroschen und der Wellen wird hier neu angesät. Ist nicht ganz realistisch, weiß ich wohl, aber ja, zu der Thematik mit Pflügen und Grubbern und so weiter werde ich heute in der dritten Folge was sagen. Da möchte ich euch jetzt noch nicht spoilern, aber da werde ich heute in der dritten Folge was zu sagen. Weil da gab es ja des Öfteren jetzt Streitigkeiten in Anführungszeichen bitte, oder Differenzen, wo eben Leute geschrieben haben, nee, du musst erst grubbern und dann pflügen und dann mit der Scheibenecke drüber und so weiter. Und ja, wir gucken einfach mal, ich werde heute, wie gesagt, dazu was sagen und da werde ich es einfach für mich intern so machen, wie ich dann hier sage und fertig. Weißt du, jeden kannst du nicht recht machen, das habe ich mittlerweile schon eingesehen auf YouTube, das läuft einfach nicht. Aber es ist immer gut, wenn du Sachen ein bisschen begründest, weil du dann vielleicht weil die Leute das dann eher verstehen. So muss es, glaube ich, richtig formulieren. Palettenanlage, Stopp. Ja, das heißt, ich muss gucken, dass ich da jetzt mal bald wieder das ausräume, ne? Das produziert aber echt viel, das muss man jetzt einfach mal so sagen.
So. Mach das jetzt aber ganz fix noch fertig. Wir haben noch eine Minute Zeit. Weißt du, damit wir das wirklich im Kopf abschließen können, diese... Oh, wir machen es doch nicht fertig. Hier fehlt ein großes Stück. Verdammt. Gut, dann machen wir heute in der dritten Folge fertig. Auch kein Problem. Wir sind auf alle Fälle fertig für den Moment. Liebe Leute, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben. Da würde ich mich sehr drüber freuen. Wir sehen uns, wenn ihr möchtet, heute in der dritten und letzten Folge für den heutigen Freitag. Bis später. Macht's gut. Ciao, ciao.